Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 Euro PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Diese Woche habe ich einige Videos für euch vorbereitet, die euch mit Sicherheit gefallen werden. Und zwar geht es, das habe ich in Black Ops 3 gemacht, das habe ich in Black Ops 4 gemacht, in Modern Warfare habe ich es übersprungen, weil ich das Spiel nicht gespielt habe. Es geht um die einzelnen Perks und was diese Perks, beziehungsweise hier auch noch Feldaufrüstung, eigentlich machen, was sie können, wie sie wirken, wie man die Klassen zusammenstellen kann. Und es gibt bei den ganzen Perks und bei den Feldaufrüstungen, also ob das jetzt das Field Mic ist, ob das das Trophy System ist, ob das das Perk Ninja ist oder Ghost oder Spionage, es gibt immer wieder Beschreibungen dafür und diese Beschreibungen sind, aus welchem Grund auch immer, oftmals nicht ausreichend, haben irgendwelche kleinen Fehler oder es wird einfach nicht klar, wie dieses Perk, wie diese Ausrüstung funktioniert. Heute wollen wir uns mit dem Perk Geist beschäftigen. Geist kennen wir aus eigentlich jedem COD und eigentlich ist es immer Standard, aber trotzdem ändert sich Geist und die Funktionalität von COD zu COD. Als kleiner Vergleich, in Black Ops 4 war Geist nur aktiv in eurer Klasse, wenn ihr im vollen Sprint gewesen seid. Sobald ihr gezielt habt mit der Waffe, sobald ihr aus der Hüfte geschossen habt, sobald ihr gekrochen seid, sobald ihr gelegen habt und euch vorwärts bewegt habt, sobald ihr auch nur im Sprint nachgeladen habt, hat Geist seine Wirkung sozusagen verloren. Das heißt, ihr wart auf dem Radar plötzlich zu sehen, die Gegner konnten euch sehen und viele haben das relativ lange gar nicht so bewusst. In Modern Warfare lief Geist komplett anders. Da brauchtet ihr euch nicht bewegen, ihr konntet in der ekligsten Ecke schimmeln, ihr konntet in der dunklen Ecke sitzen, ihr brauchtet nichts tun und seid trotzdem mit Geist vom Radar entfernt gewesen. Dort hat das absolut dazu geführt, mit den lauten Fußschritten zusammen, dass die Leute sich generell super wenig bewegt haben. Es gibt jedes Jahr Camper und jedes Jahr regt man sich drüber auf, aber ich glaube, in Modern Warfare war die Anzahl an Campern so hoch wie noch nie zuvor. Und solche Sachen führen eben dazu. Dazu kam eben das Problem, dass wenn man Geist aktiv hatte, man auch gar keinen Grund hatte, weil die Fußschritte einfach so laut waren, sich überhaupt zu bewegen, selbst wenn man eigentlich ein besserer Spieler war. In Black Ops Cold War funktioniert Geist jetzt wieder anders als im letzten Jahr. Und wie das funktioniert, werde ich euch jetzt erklären. Damit ihr überhaupt versteht und wisst, wann Geist bei euch aktiv ist oder nicht, gibt es eine relativ einfache Möglichkeit, das auch während des Games zu kontrollieren. Ihr guckt einfach ganz normal aufs Radar, das seht ihr links oben. Und dann habt ihr euren wunderschönen gelben Pfeil. Dieser Pfeil zeigt euch an, in die Richtung, in die ihr guckt und die Position, die ihr auf der Karte habt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel im Vollsprint loslauft, seht ihr nach circa einer halben Sekunde, würde ich sagen, oder nach einer Sekunde, wenn ihr die gewisse Geschwindigkeit erreicht habt, wie die ist, erkläre ich euch auch gleich, dass euer ganzer gelber Pfeil sozusagen ein bisschen ausblasst. Das bedeutet, Geist ist aktiv. Ihr werdet trotz Drohne am Himmel nicht auf dem Radar angezeigt. Ganz wichtige Info dabei, wenn ihr jetzt aber mit Geist aktiv rumrennt und eine Waffe ohne Schalldämpfer abfeuert, dann sehen die Leute euch durch euer Gunfeuer natürlich trotzdem auf der Karte. Das heißt, Geist schützt euch nur vor der Drohne, die am Himmel ist. Später, wenn der Orbi vielleicht reinkommt, vielleicht auch nicht, kann man nicht sagen, ob es euch immer noch schützt oder nicht. In Modern Warfare war es ja so, dass ihr dann, wenn ein Hater aktiv wart und ihr Geist hattet, nicht als Pfeil angezeigt wurdet, sondern nur als roter Punkt. Das war meiner Meinung nach völlig behindert, war dort aber die Lösung. Hier müssen wir abwarten, wie es dann ist. Das heißt also, wenn ihr im Vollsprint loslauft, verblasst eure Anzeige und ihr seht, Geist ist aktiv, ich werde auf der Karte als Punkt sozusagen, wenn eine Drohne aktiv ist, nicht gesehen. Um genau zu wissen, wie schnell ich mich aber bewegen muss, damit Geist bei mir aktiv wird, kann man sich relativ einfach Folgendes anschauen. Um das Ganze zu testen, braucht man im Prinzip nur eine Strecke in einem ganz normalen Private Game geradeaus laufen, steckt sich dann ab, wie weit das ist und schaut dann ab welcher Sekunde, das heißt ab welcher Geschwindigkeit, die ich gelaufen bin, ab welcher Strecke,
das Ganze aktiv wird. Und da wir in dem Gunsmith-System genaue Daten haben, wie schnell laufe ich mit der Waffe, wie schnell laufe ich mit der Waffe, wenn ich im Scope bin, wie schnell laufe ich ohne Waffe, kann man das eins einfach runterbrechen. Die Geschwindigkeit, die ihr braucht, damit Geist bei euch aktiv wird, ist 5 Meilen pro Stunde. Das heißt 5 Miles per Hour. Das könnt ihr jetzt von mir aus gerne einmal umrechnen bei Google. 5 Meilen pro Stunde bedeutet also auf Deutsch übersetzt, wenn ihr die deutsche Version habt, ihr guckt einfach, wie schnell ihr mit der Waffe im Scope laufen könnt und schaut darauf, dass ihr 8,05 Kilometer pro Stunde schafft. Wenn das die Geschwindigkeit ist, die ihr mit der Waffe schafft, und ich kann es vorwegnehmen, mit den Pistols schafft ihr das, mit den Shotguns schafft ihr das und mit den SMGs schafft ihr das, dann seid ihr, während ihr mit der Waffe im Scope seid, auch von Geist geschützt. Mit den Sturmgewehren seid ihr in der Regel langsamer, mit den Maschinengewehren seid ihr langsamer, mit den Scharfschützengewehren seid ihr langsamer und mit den Raketenwerfern seid ihr langsamer. Ihr könnt mit den einzelnen Aufsätzen bei den Waffen euer Strafe Speed, das heißt eure Geschwindigkeit, die ihr sozusagen dahinlegt, während ihr im Scope seid, ändern. Das heißt, ihr könnt mit einzelnen Sturmgewehren Aufsätze auf die Waffe drauf tun, mit denen ihr dann schnell genug seid, dass Geist aktiv ist, während ihr im Scope damit seid. Davon kann ich euch bei Sturmgewehren und anderen schweren Waffen aber nur abraten, denn es lohnt sich in dem Fall nicht. All die Aufsätze, die ihr nehmen könnt, damit eure Strafe Speed, eure ADS Time, damit das alles schneller wird, sorgt am Ende nämlich oftmals im Black Ops Cold War dafür, dass der Rückstoß größer wird, dass eure Schadensreichweite irgendwo reduziert oder, weil ihr andere Perks aufgeben müsst. Und wie ihr alle wisst, ist das Wichtigste an den 4 Wildcards, die wir haben können, Perk Greed. Das heißt, dass wir jedes Perk aus jeder Kategorie doppelt auswählen können. Geist ist aber trotzdem, gerade bei dem UAV oder Drohnen-Spam, den wir haben, absolut wichtig, wirklich absolut wichtig. Ich finde, Ninja und Geist ist die wichtigste Kombi, die man haben kann, zusammen mit Taktikmaske und Kugelweste. Das heißt, Geist funktioniert dieses Mal einfacher oder besser meiner Meinung nach als in Black Ops 4, denn ich finde, es macht keinen Sinn, dass Geist dann nur wirklich schützt, wenn man mit vollem Speed durch die Gegend sprintet und sobald man ein kleines Stück langsamer wird, es sofort aufhört. Und es funktioniert deutlich aber auch besser als in Modern Warfare, wo Leute einfach nur in der Ecke sitzen konnten, nichts tun brauchten und trotzdem vom Radar verschwunden waren. Das Problem bei Modern Warfare kam ja noch dazu, wenn man geschossen hat und keine Drohne aktiv war, wurde man ja auch nicht mal auf der Minimap angezeigt. Das heißt, die Lösung dort war meiner Meinung nach richtig schlecht, die Lösung dieses Mal ist ziemlich gut. Das heißt, mit vielen Waffen werdet ihr, wenn ihr damit unterwegs seid, auch beim Nachladen von Geist auf der Karte geschützt. Ich kann Geist nur jedem empfehlen, der ein bisschen unter dem Radar laufen möchte, denn jeder in Black Ops Cold War kriegt andauernd eine Drohne und sonstiges geschenkt. Das ist wirklich absolut wichtig, das Perk mit dabei zu haben. Lasst mich gerne wissen, Leute, nutzt ihr Geist, nutzt ihr euren Sweaterklassen Geist und Ninja, so wie ich das sozusagen vorgeschlagen habe, nehmt ihr was anderes, wie gefällt es euch? Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, ich bin raus, haut rein.